Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisch Lausitz. Wir sind heute wieder im Tierschutzjägerdorf Krustöbern und besuchen Bea. Bea ist ganz verschmust, aber sucht eben ein neues Zuhause, wo man ganz viel Zeit für sie hat. Sie hat ja auch noch ein Handicap. Hallo Annette, erzähl uns doch etwas darüber. Ja, die Bea sucht ein ganz verständnisvolles Zuhause, denn die Bea ist blind. Wir haben sie bekommen, weil sie eigentlich schon eingeschläfert werden sollte, weil halt ihre Familie damit nicht klarkam, dass die Katze blind ist. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt hier nicht abstürzt. Also es musste ein Auge auch noch entfernt werden, weil das war verletzt gewesen. Und das hat sie aber alles sehr gut überstanden. Und jetzt suchen wir halt eben wirklich ein ruhiges Zuhause, am besten eine alleinstehende Person oder ein älteres Ehepaar mit einer Wohnung. Na, die Bea braucht keinen Freilauf, sondern die braucht einfach nur eine kleine Wohnung, jemand, der viel für sie da ist, der viel mit ihr redet, sie hört noch sehr gut. Und einfach liebe Leute, die sich jetzt nicht daran stören, dass die Katze blind ist. Die Bea kommt sehr gut damit klar. Sie findet auch ihr Katzenklo und ihr Fressen, ne? Aber sie braucht halt ganz viel Aufmerksamkeit. Also das merken wir hier bei uns. Also wenn man hier reinkommt in den Raum und man ruft sie, dann kommt sie an und dann will sie eigentlich nur noch schnurren und schmusen. Also ist eine ganz liebe Katze. Aber sie ist eben auch schon sehr, sehr alt, ne? Also sie ist so geschätzt 15 Jahre alt. Aber ich sag mal, sie kann auch jetzt, auch wenn sie blind ist, sie kann ja noch einige Jahre leben, ne? So eine Katze kann ja auch mal 20 Jahre alt werden. Ja, liebe Zuschauer, es ist wirklich wichtig, dass die Wohnung eben nicht so groß ist und sie ganz viel Zeit für sie haben, weil die erste Zeit wird natürlich schwierig. Also sie sich dann zurechtgefunden hat, wo das Katzenklo ist, das ist ganz wichtig. Aber dann, sie ist wirklich ganz, ganz verschmust, dann, ja, dann kommen sie her, wenn sie denken, ja, ich habe die Zeit und ich will ihr in den letzten Jahren noch ein schönes Zuhause geben, ein ruhiges. Dann kommen sie her, setzen sich am besten hierher, lernen sie sich erstmal kennen, ja, und dann nehmen sie sie mit nach Hause. Das wäre sehr schön, wenn wir für Bea ein neues Zuhause finden würden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Ramona Engelmann.